Moin moin Leute, Tumlo hier und willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Es geht weiter, wir sind wieder, oder wir sind noch in einem anderen Dungeon. Wir gehen erstmal ein Stück zurück, denn wir haben eine leere Truhe, die wir noch unbedingt mitnehmen wollten. Es hat sich jetzt sehr gelohnt, weiter geht's. Korallen, was? Moment, 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 mein Zettel liegt hier. Was war effektiv bei Korallen? Kräuter. Und damit konnte man Tick beseitigen oder erhalten. Ach, Hopp, Konstantin, das darfst gleich du. Erleuchtet wurde entfernt. Okay, das war, glaube ich, der am wenigsten schlimmste, weil ich glaube, das war irgendwie, er darf nur beten oder sowas. Aber gut. Hallo Gegner. Hallo überraschte Gegner. Und hallo Fackel. So, lasst uns doch gleich beginnen. Und zwar mit einem der Meuchler hier vorne. Gut, er macht jetzt halt weniger Schaden. Aber damit wird er schon klarkommen, denke ich. Oh. Nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Ich glaube, bei dir ist es am sinnvollsten, wenn ich es mit einem Stun versuche. Ja, schade, leider widersetzt. Hauen wir mal hier weiter drauf. Natürlich wird direkt wieder mit dem Crit angefangen. Gerade läuft es irgendwie nicht so gut in dem Dungeon. Irgendjemand hat das schon in den Kommentaren geschrieben. Hoffen wir mal, dass dein Glück jetzt nicht aufgebraucht ist. Der Dungeon vermittelt mir generell das Gefühl, dass ich momentan weniger Glück habe als üblich. Das wäre mir andersrum eigentlich auch recht gewesen, aber okay. Gruppenheilung. Sehr schön. Ich heile mehr, als du damit Schaden machst, mein Freund. Ja gut, aber ihr habt dummerweise noch einen zweiten, von daher stunnen wir den erstmal. Na, widersetzt er sich auch noch beidem. Aber das sollte reichen, oder? Ja, perfekt. Great is the weapon that cuts on its own. Bleibt nur noch der Brigantenjäger. Und der versucht wegzukommen. Klappt aber nicht, mein Freund. Du bist nämlich alleine. So viel ist da nicht mehr übrig. Aber das ist auch sowas, was mir tatsächlich noch fehlt, dass die Gegner mal versuchen zu fliehen. Das wäre eigentlich auch noch logisch. Das wäre ziemlich cool. Irgendwann merken sie, sie haben keine Chance mehr. Zack, wir rennen weg. Konzentrier dich, nicht verfehlen, bitte. Der ist betäubt, der kann nichts machen und du verfehlst ihn auch noch. Mensch, Mensch, Mensch. So, danke, King Dis. So geht das. Weiter geht's. Mal wieder erkunden wäre nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Und dann will ich zuerst runtergehen. Questgegenstände könnte man mal wieder gebrauchen. Und jetzt ist die Frage, was wir zurücklassen wollen. Ich glaube, wir brauchen einfach mal das Weihwasser auf. Ach, das wird schön, wenn wir die irgendwann komplett ignorieren. Wenn wir die, weil verkaufen kann man sie ja auch nicht. Also sie sind ja irgendwann gar nichts mehr wert für uns. Oh, Secret Room. Wir erkunden ziemlich weit. Okay, wo sind die Questorte? Finden wir erstmal gar keinen. Doch, da unten ist einer. Der letzte muss dann da sein. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal die Questorte mit. Und machen dann weiter. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Guten Appetit. Da ist das nächste Relikt des Vorfahren. Aber, wenn ich so drüber nachdenke, wir müssen auf jeden Fall nochmal hier runter. Allein schon wegen der Geheimtür. Das heißt, wir laufen erstmal weiter. Vielleicht finden wir noch Kuriositäten, an denen wir nämlich unsere Items aufbrauchen können. Packs laden with loot are often low on supplies. Wie war das mit dem Tümpel? Ich glaube, das waren auch Kräuter. Moment, Moment, Moment. Nein, Gegengift. Gut, Gegengift haben wir nicht dabei.
Damit das Ding ignoriert. Es wird tatsächlich nochmal erkundet. Und da ist der letzte Questort. Mit einer Kuriosität noch auf dem Weg. Einem Sack, den wir durchsuchen können. Oh. Gold und das Schloss des Zorns. Wir schmeißen mal die Heilkräuter schon mal raus. Denn die brauchen wir, denke ich, nicht mehr. Wenigstens haben wir diesmal keinen dabei, der schützen kann. Ich will den hier als erstes weg haben. Und das war ein wunderbarer Einstieg. Das war ein wunderbarer Einstieg. Da kann ich mich überhaupt nicht drüber beschweren. Und ich gebe dem auch gleich den Rest, bevor ich irgendwas anderes mache. Schade, ausgewichen. Damit habe ich nicht gerechnet, aber sehr, sehr schön. Du buffst ihn erstmal. Schlecht, aber kann man mit leben, solange er nicht krittet. Ja genau, du kommst jetzt nach vorne. Und du wirst gleich ordentlich Stress raushauen, das ist mir bewusst. Aber dich kriege ich sowieso nicht so schnell tot. Und daher haue ich lieber die Damage-Dealer raus, weil der Stress, mit dem komme ich jetzt klar. Wir haben nicht mehr viele Dungeons vor uns, deswegen geht das. Ich könnte es mit dem Stunt versuchen. Nein, ich gehe auf den Piranha, weil den Stress bekommen wir jetzt ab, aber damit kann ich leben, damit, das ist kein großes Problem. Natürlich machst du dann minimalen Schaden. Da geht man das Risiko mal ein und dann hat die zwei Drittel Chance, dass es erfolgreich ist und dann kommt das eine Ergebnis, was schlecht ist für mich. Na super. Heilen wir erstmal wieder ein bisschen. Und er darf gleich die eiferne Anklage einsetzen. Warum kennt ihr immer bei denen, die sowieso so gut wie tot sind? Das bringt doch nichts. Mensch, Mensch, Mensch. Ich will jetzt erstmal den hier vorne wegräumen. Und dabei wieder minimalen Schaden machen. Och Leute. Das gibt's doch nicht. Konzentriert euch mal. So, und jetzt fokussen wir ihn. Tief durchatmen. Und draufhauen. Gut, Damage-Stile haben wir nicht mehr wirklich. Das heißt, ich nehme jetzt tatsächlich einen Richtspruch. Wir hoffen, dass wir gleich schnell genug sind, um ihn auszuschalten. Und nein, er fängt an. Oh. Aber er haut nochmals unerträgliche Lied raus. Okay, das ist interessant. Aber da werde ich mich sicherlich nicht drüber beschweren. Dass er nicht nochmal die ganze Gruppe stressen möchte. Hä, sehr schön. So. Wir haben keine Hindernisse mehr, die wir mitnehmen müssen. Das heißt, die Schaufeln bleiben zurück und ich sortiere jetzt mal mein Inventar ein bisschen. Weil sonst habe ich bald gar keinen Überblick mehr. Machen wir erstmal so. Das ist unser Loot. Die Waffen kann man zusammenziehen. Die Frage ist jetzt nur, was zurückbleibt. Und ich glaube, ich zünde mir eine Fackel an und lasse dann die übrigen Fackeln zurück. Weil ich auch die Bandagen jetzt einfach zurücklassen kann, wenn ich ehrlich bin. Machen wir so. Wir gehen weiter. Das Relikt des Vorfahren ist unser. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. So. Jetzt gehen wir zurück, nehmen den Questort mit und rennen dann nochmal da hoch. Und ja, ich weiß, ihr werdet nochmal gut gestresst, aber ihr kommt da gut durch. Alles bestens. Oder besser gesagt, es könnte wesentlich, wesentlich schlimmer sein. Okay, 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 okay. Den Tümpel ignorieren wir, wie gesagt. Ja, wieder ordentlich was gelootet. Interessanterweise nehmen wir momentan gefühlt gar nichts mit, außer den Wappen. So,
So, das wäre unsere Quest. Gut, die Schlüssel kann ich jetzt natürlich schlecht zurücklassen. Das heißt, ich würde vorschlagen, ich esse jetzt nochmal. Ich hoffe, dass wir keinen Hunger bekommen, oder? Nein. Wir lassen einmal Wappen da. Das ist, glaube ich, weniger tragisch. Vor allem, weil wir die sowieso noch zurücklassen müssten, um Platz zu schaffen für unsere Schätze, die wir da oben gleich noch finden werden. Ein paar Erbstücke. Ja gut, die werden jetzt gekonnt ignoriert. Guten Appetit. War also doch gut so rum. So, auf zum Geheimraum. Ja, jetzt lass mich auch machen. So, hier haben wir die Questgegenstände und ein Zitrin lassen wir zurück und damit bin ich zufrieden. Wir verlassen den Dungeon. Wieder ordentlich Gold gemacht. Eine Maske für den Aussätzigen, den wir ja mittlerweile gar nicht mehr haben. Aber beschweren kann ich mich da definitiv nicht drüber. Gucken wir mal auf die Ticks. Dagnomanie, besessen vom Töten, du wirst zum Walddieb statt dem Ruinabenteurer. Die verrenkte Schulter ersetzt die Furcht vor Unheiligen. Durandal hat schlechte Laune und Furcht vor Menschen. Okay. Lässt sich aber alles durchaus behandeln. A finely crafted instrument of butchery and bloodshed. Yours for the taking. Ja, das würde ich sagen, das nutzen wir auch gleich. Aber erstmal, den Leuten geht's besser, die sind wieder etwas fitter. Unsere aktuelle Gruppe wird auf jeden Fall erstmal entspannen geschickt. Du kannst hier hin. Du kannst hier hin. Und du kannst hier hin. Wait, what? Achso. Nein, ich wollte es nicht abbrechen. Ich habe aus Versehen doppelt geklickt, weil meine Maus ja momentan immer noch Probleme hat. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und nein, ich habe immer noch keine neue Maus. Gucken wir doch erstmal in die Kutsche. Niemand Interessantes. Gucken wir mal in den Schmied. Sortieren wir sie nach der Stufe. Kostenlose Waffe für Haute wäre drin. Dann leveln wir dir gleich beides, wenn wir schon mal hier sind. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt gucken wir mal, wen wir beim nächsten Mal losschicken. Wo wir denjenigen hinschicken. Wir haben nämlich auch den nächsten Boss in den Meereshöhlen. Ich glaube, ich werde mir gleich mal in aller Ruhe anschauen. Wobei, das machen wir jetzt. Ihr seht jetzt gerade mal kurz nicht besonders viel, aber ich habe das Wiki nebenbei offen. Und die ertrunkene Besatzung. Wir haben ja schon gegen die gekämpft. Die ertrunkene... Wobei, ich habe das englische Wiki offen. Ich habe nicht die... beim englischen Wiki steht, glaube ich, nicht die ertrunkene Besatzung. The Drowned Crew. Ach ja, die waren das. Jetzt erinnere ich mich. Okay. Die waren sehr, sehr nervig. Was wird denn da empfohlen? Bewegungsresistenz und ähnliches unter anderem. Ich werde mir da generell mal die Gedanken drüber machen. Wir brauchen auf jeden Fall die High-Level-Leute. Das heißt, die Low-Level-Leute können wir ins Sanitarium schicken wegen Ticks. Und genau das werde ich auch tun erstmal. Gebrechlich zum Beispiel ist ziemlich, ziemlich schlecht auf einer Barbarin. Bei dir kümmern wir uns um die dunkle Versuchung. Und bei Haute die Schwäche der Verzweiflung erstmal. Krank ist, glaube ich, keiner mehr von euch. Darum muss ich mir also keine Gedanken machen. Und wir werden die Folge übrigens nicht mehr in Dungeon gehen. Das wird sonst... Ah doch, da ist jemand krank. Barvind ist krank. Hysterische Verblendung. Ja, die war schlecht. Ansonsten ist soweit alles gut. Die Leute sind einigermaßen fit. Schauen wir doch nochmal auf die Upgrades, denn es fehlt ja nur noch das Kloster, glaube ich. Ja. Und dafür brauchen wir mehr Büsten. Die Taverne war ausgebaut, richtig? Ja. Gut, dann erneut der Blick aufs Kloster. Wir brauchen, wie gesagt, Büsten. Das heißt, sowohl Erbstücke
als auch Urkunden kann ich in Büsten verwandeln. So. Reicht noch nicht für das nächste Upgrade. Ich werde nur noch ein bisschen weiter vertauschen. Und zwar Wappen nehme ich sowieso die meisten mit. Wir müssen auf 23 kommen für das Upgrade. So also. Gilded icons and dogmatic rituals. For some, a tonic against the bloodshed. So, 19. Das letzte Upgrade können wir uns jetzt nicht leisten, aber immerhin schon fast. Das heißt, wir sind sehr gut dabei, was das angeht. Wir brauchen quasi nur noch einige Büsten und dann haben wir das Ding komplett ausgebaut. Das heißt, wir können die jetzt fast komplett ignorieren in den nächsten Folgen. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich setze jetzt nochmal einen Cut. Auch wenn es eine relativ kurze Folge ist, ihr hattet ja genug extra lange Folgen bisher. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder und dann schaue ich mal, wen wir denn mitnehmen zur betrunkenen Besatzung. zur betrunkenen Besatzung, genau, das klingt wie die Kneipe. Nein, zur ertrunkenen Besatzung. Bis dahin, haut da rein.